aber Sie bleiben jetzt dran. Jörg Rocholl ist bei uns, Finanzexperte von der European School of Management and Technology. Herzlich willkommen. Herr Rocholl, Siemens investiert in ein Stahlwerk in einem Land, das fast bankrott ist. Warum tut ein Unternehmen sowas? Siemens hat diese Investitionsentscheidung schon vor Jahren getroffen. Das heißt, der Planungshorizont ist sehr lang und dementsprechend konnte man damals noch nicht absehen, dass wir uns jetzt in einer Krise befinden werden. Nichtsdestotrotz hat Siemens natürlich auch Möglichkeiten durch diese Krise, denn es hat einen stärkeren finanziellen Hintergrund als viele der lokalen Wettbewerber von Siemens in der Ukraine. Das heißt, es ist jetzt möglich, durch moderne Produktionsstätten Marktanteile zu gewinnen. Marktanteile, die von anderen Unternehmen zurzeit gehalten werden, die nicht diese starke finanzielle Unterstützung haben aus dem Ausland. Wer trägt die Risiken in so einem Fall? Ganz allein Siemens. Das ist also eine Investitionsentscheidung, für die Siemens Kapital aufnehmen muss oder aus eigenem Cashflow hat und dementsprechend auch komplett allein das Risiko für diese Entscheidung treffen muss. Aber es ist natürlich auch eine Chance für die Ukraine, nach Investoren zu suchen, anstatt sich auf Geld vom Internationalen Währungsfonds zum Beispiel zu verlassen. Eindeutig ja. Wir haben ja in dem Beitrag gesehen, dass Siemens auch zur Modernisierung der Produktionsstätten in der Ukraine beiträgt. Das heißt, dass die Ukraine wettbewerbsfähiger wird, dass Arbeitsplätze geschaffen werden können und dass dementsprechend natürlich auch das gesamte wirtschaftliche Wohlergehen der Ukraine positiv beeinflusst wird. Trotzdem ist dieses wirtschaftliche Wohlergehen jetzt auf Gedeih und Verderb, auch auf Geld angewiesen, unter anderem vom Internationalen Währungsfonds. Die Ukraine ist im Gespräch, Island ist im Gespräch, Ungarn zum Beispiel auch, die Geld brauchen. Bringt das was, diese Hilfe, das Mittel? Ich denke, das ist im Moment einfach eine Notwendigkeit, um überhaupt den Staatshaushalt, das gesamte wirtschaftliche Geschehen dort in diesen Ländern am Leben zu erhalten. Es wird sicherlich an Bedingungen geknüpft sein, die vom Internationalen Währungsfonds ausgerichtet werden. Aber im Wesentlichen ist es zurzeit, kommt es erstmal darauf an, als Nothilfe, als Notmaßnahme dem Land zu helfen. Welche Bedingungen wären das? In der Ukraine wird zurzeit intensiv diskutiert, dass es zum Beispiel eine Voraussetzung gibt, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, was natürlich ein sehr hartes Kriterium zu diesem Zeitpunkt ist, wo viele andere Länder, auch im Westen, größte Probleme haben, einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können. Also Deutschland wurde auch kein Geld vom IWF bekommen, zumindest nicht in absehbarer Zeit. Gut, aber mal abgesehen davon, wo geht das Geld eigentlich hin, wenn man das dann in das Land steckt? Ich denke, im Wesentlichen geht es erstmal darum, den Staatshaushalt am Laufen zu halten. Das heißt, alles das, was normalerweise im Staatshaushalt enthalten ist, das sind Zahlungen für beispielsweise Ausbildung, für Lehrer, für Infrastrukturmaßnahmen, die jetzt dementsprechend erstmal getätigt werden müssen, bis man darauf hofft, dass die Wirtschaft dann wieder ins Laufen kommt, dass die Staatseinnahmen auch wieder sprudeln werden, um dementsprechend diese Kredite zurückzahlen zu können. Was würde denn passieren mit Blick auf Gesamteuropa, wenn man eines dieser Länder pleite gehen lassen würde? Es hat eine Reihe von Konsequenzen. Auf der einen Seite die wirtschaftliche Seite. Da sieht es so aus, dass Kredite vielleicht nicht mehr zurückgezahlt werden könnten. Dementsprechend auch europäische Banken, die dort in der Ukraine engagiert sind, in Probleme geraten könnten. Ganz sicherlich wird die Ukraine als Nachfrage auf dem Weltmarkt ausfallen. Dementsprechend auch Exporte aus Deutschland dorthin erschwert. Und nicht zuletzt, das sehen wir jetzt an dem Außenministertreffen der Europäischen Union, hat es auch politische Konsequenzen. Dadurch, dass es dann Instabilität gibt und eventuell der Demokratisierungsprozess erschwert werden könnte. Vielen Dank, Jörg Rocholl. Es geht also nicht ohne Hilfe.